Hey Leute, der Griver hin, willkommen zu einem neuen Channel-Update-Video. Ein bisschen früher als eigentlich erwartet, weil es gibt leider, wie ihr es schon auf der Überschrift so ein bisschen erkennen könnt, eine etwas schlechtere Nachricht, die ich leider sagen muss. Und zwar bin ich ab dem 20. Februar kein YouTube-Partner mehr. Grund ist die Änderung der Richtlinien für das YouTuber-Partnerprogramm, was Google seit gestern, glaube ich, veröffentlicht hat. Ich habe es hier irgendwo. Moment, zack. Und zwar gilt eigentlich die Neuerung ab heute schon. Nur wenn man schon Partner ist, haben sie einen noch eine Gnadenfrist bis 20. Februar gegeben. Und zwar ändern sich jetzt die Bedingungen, um überhaupt YouTube-Partner zu werden. Die werden nochmal verschärft. Das hatte schon mal eine Änderung gegeben. Das ist, glaube ich, vom April. Das sehen wir nachher gleich nochmal. Auf jeden Fall, was jetzt nötig ist, um YouTube-Partner zu werden, ist, wir brauchen mindestens 1000 Abonnenten auf unserem Channel. Und zusätzlich muss man noch in den vergangenen 12 Monaten eine Wiedergabezeit von 4000 Stunden erzielt haben. Die Wiedergabezeit hört sich jetzt auch recht viel an. Die habe ich aber eigentlich locker drin. Lustigerweise. Also wenn man jetzt hier mal sieht, ich habe hier so ein lustiges Extra-Programm immer noch installiert, wo man immer alles so ein bisschen im Überblick hat. Und ich habe in den letzten 7 Tagen 24.800 Minuten gehabt, die Leute zugeguckt haben. Ich habe schon mal ausgerechnet, das sind ungefähr 400 Stunden, so rum. 411 oder irgendwie sowas. Und das halt in den letzten 7 Tagen, wenn man das jetzt mal auf 12 Monate zurückrechnet, bin ich da locker über 4000 Stunden. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Was halt bei mir das Problem ist, sind diese 1000 Abonnenten. Weil ich bin momentan bei 511, stand jetzt heute, den 17.01. Weswegen also mir mindestens noch die Hälfte der Abonnenten fehlt, um YouTube-Partner zu werden. Was bedeutet das jetzt für mich an sich? Bleibt weiter immer noch, der Channel ist noch aktiv und bleibt auch noch bestehen, alles, es wird jetzt nichts weggenommen oder so. Aber all meine Videos, da wird halt die Werbung weggeschaltet, denke ich mal. Und auch bei den neueren Videos, die ich dann ab 20. so gesehen hochlade, werde ich wahrscheinlich die Funktion nicht mehr haben, dass ich das monetarisieren kann, also quasi Werbung draufschalten. Und das wird für mich halt schon ein kleiner Einschnitt, wobei wir sprechen jetzt hier bei, keine Ahnung, ohne jetzt genaue Zahlen nennen zu wollen, unter 100 € in einem Jahr, würde jetzt aber trotzdem wegfallen. Und das ist ja jetzt auch immer ein bisschen angestiegen, je mehr Abos ich hatte und je mehr Views. Weswegen es dann doch, denke ich mal, jetzt in den kommenden Monaten doch schon ein erheblicher Einschnitt ist, finde ich. Und das Geld, was ich hiermit halt verdient habe, mehr oder weniger, habe ich auch immer in neue Spiele reingesteckt oder in zum Beispiel versuche ich jetzt halt neues Equipment noch ranzukriegen. Das fällt jetzt natürlich komplett weg. So, wir kommen erstmal, bevor es noch hier weitere Ausführungen gibt, auf den Grund. Ich habe es jetzt leider nur in Englisch gefunden. Das ist dieser Creator-Blog, den man hier auf YouTube Creators findet. Ist von gestern also veröffentlicht, ja. Da haben sie jetzt auch nochmal geschrieben, ja, dass sie ziemliche Probleme hatten im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt in einem Channel-Update-Video, dass bei YouTube halt ziemlich viele Werbepartner weggefallen sind. Aus dem Grund, dass man ziemlich leicht Partner wurde bei YouTube. Und sobald man Partner wurde, konnte man halt Werbung schalten unter seinen Videos. Und das haben viele Leute auch halt ausgenutzt, sage ich mal, die jetzt rechtsextreme Videos hochgeladen haben. Oder Videos, wo sie Leute Sachen gequält, also Tiere gequält haben. Keine Ahnung, Leute geschlagen haben und so weiter. Also halt verbotene Videos hochgeladen und darunter lief dann auf einmal eine Werbung von L'Oreal als Beispiel. Ja. Und das fand L'Oreal, um bei dem Beispiel zu bleiben, halt nicht toll und hat dann gesagt, nee, ich will nicht, dass hier die Videos von meiner Marke unter einem rechtsextremen Videos laufen. Deswegen haben die dann halt gesagt und wie viele andere große Werbepartner halt auch, okay, wir geben euch erstmal kein Geld mehr. Seht zu, dass ihr das da in den Griff bekommt. Und dadurch kam dann halt diese erste Änderung im April 2017, dass man, um YouTube-Partner zu werden, mindestens 1000
Aufrufzahlen haben muss, um das zu bekommen. Das ist denen jetzt aber dann scheinbar aufgefallen, dass das immer noch viel zu leicht ist, quasi, um Partner zu werden, weswegen sie das jetzt nochmal erhöhen. Wie gesagt, um diese 1000 Subscriber und 4000 Aufrufstunden. Das heißt also, jemand, der jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ein rechtsextremes Video hochlädt, wird es schwerer haben. Der kann wahrscheinlich das Video immer noch hochladen. Das wird auch ein paar Tage offen bleiben, bevor es gelöscht wird. Aber zumindest läuft dann halt keine Werbung mehr drunter und die Werbepartner sind halt so gesehen zufrieden und stecken hier wieder mehr Geld rein, wodurch halt alle YouTuber theoretisch davon auch profitieren. Natürlich ist es jetzt gerade so für so kleinere YouTuber wie zum Beispiel ich und ziemlich viele andere auch, die halt nicht auf die 1000 Subscriber kommen, extrem schwierig, sage ich mal, weil da muss man mindestens ein, wenn nicht sogar 2, 3 Jahre reinstecken, um auf die Zahl zu kommen. Es sei denn, man hat irgendwie schon einen etwas größeren YouTuber, der einen irgendwie unter die Arme greift oder so. Deswegen da jetzt schon ein ziemlich krasser Schnitt gemacht wird, sage ich mal. Und ich denke mal, da werden jetzt auch sehr viele andere YouTuber, sobald sie das mitbekommen, auch mal ein Video hochladen. Die ganzen großen YouTuber, wie zum Beispiel jetzt hier Gronkh, PietSmiet und so weiter, die werden sich mehr oder weniger freuen, denke ich mal, weil das ganze Geld oder die ganze Werbung, die jetzt hier für die ganzen kleinen Leute hier aufgebraucht wurde, die vielleicht im Jahr unter 100 Euro verdient haben, so wie ich, oder Dollar, oder vielleicht in einem Monat gerade mal 2,50 €, das wird jetzt alles mehr oder weniger eingespart und geht halt so gesehen in diese etwas größeren YouTuber hin. Ich denke mal, damit will YouTube auch verhindern, dass die ganzen großen YouTuber abwandern, weil ich weiß nicht, ob ich es mal mitbekommen habe, aber auch Gronkh hat sich auch beschwert, dass obwohl seine Abozahlen und alles steigen, sinken die Werbeeinnahmen und er sich auch schon überlegt hat, halt woanders, mehr zu Twitch oder es gibt ja auch andere YouTube-Alternativen, dass er halt dahin geht und ich denke mal, das ist jetzt hier auch so ein Schritt von YouTube, um die etwas größeren zu halten, dass die halt nicht abwandern, weil das Geld wird auf jeden Fall ein bisschen mehr zu den größeren YouTubern rüberschiften jetzt. Und viele kleine werden sich jetzt vielleicht auch sagen, nee, dann habe ich keinen Bock mehr, weil das war auch wenn es nur wenig Geld ist, war das immer so ein kleiner Ansporn noch. Ah, okay, diesen Monat habe ich als Beispiel, keine Ahnung, 5 Euro verdient, im nächsten Monat, oh, da habe ich schon 10 Euro verdient. Es wird immer mehr. Man hat so einen Ansporn, ja, und vielleicht in einem Jahr habe ich da, weiß ich nicht, 200, 300 Euro, wie so ein 400-Euro-Job nebenbei. Das würde jetzt in dem Fall erstmal wegfallen, bis ich eventuell, vielleicht, das kann auch noch über ein Jahr dauern, die 1000 Abos wieder voll habe. Das heißt wieder, also voll habe, um dann YouTube-Partner zu werden, es sei denn, die erhöhen es nochmal irgendwie. Was bedeutet das jetzt so gesehen für euch und für mich? Also, ihr habt, wie gesagt, habt das geringste Übel, ihr seht jetzt einfach keine Werbung mehr. Das ist für euch natürlich richtig toll. Für mich aber natürlich, nee, ich verliere jetzt halt schon so ein bisschen extra Einnahmen, die ich dann halt in ein extra Spiel zum Beispiel investiert hätten können. Dass ich mir statt ein Spiel im Monat vielleicht 2 Spiele im Monat hätte holen können, die ich dann euch zeigen kann oder anzocken kann. Da muss ich jetzt, wie gesagt, gucken und euch halt vielleicht auch so ein bisschen mal drüber informieren, dass es halt auch andere Alternativen gibt, wie zum Beispiel Werbung gucken, ohne da jetzt so groß drauf rumzupochen, aber man kann halt auch via Steam Labs Donation machen oder PayPal. Was auch geht, ist über Patreon, da bin ich auch. Ist auch eine coole Sache. Wo haben wir es? Hier. Bin ich auch eine eigene Page, da kann man so gesehen auch sagen, okay, ich gebe ihm jetzt 1 Dollar im Monat, wird automatisch immer abgezogen. Und das bekommt er halt so gesehen gut geschrieben. Und dafür kann er hier weiter seine Videos machen. Und so unterstütze ich ihn so. Man kann das hier in verschiedenen Teilen unterstützen. Ich habe 1 Dollar, 5 Dollar oder 10 Dollar gemacht. Und gibt auch bestimmte Bonussachen, die man bekommen kann. Ihr könnt zum Beispiel sagen, hier, wenn er mich für 10 Dollar unterstützt, ich würde gerne mal das Spiel sehen oder dass du das mal anspielst oder zockst. Dann könnte ich sagen, jo, mit den 10 Dollar kann ich mir das Spiel holen. Und dann kann ich es auch mal anzocken. So zum Beispiel kann man das halt regeln. Ansonsten halt die normalen PayPal-Spenden, da habe ich jetzt auch letztens erst eine bekommen, meine erste. Auch nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Und was auch möglich ist, da bin ich jetzt auch gerade dabei, habe ich ja eh schon angekündigt, dass ich ein bisschen mehr auf Twitch so streamen will, also generell mehr streamen. Und da kann man halt auch Partner werden, beziehungsweise erstmal Affiliate, das ist so eine Vorstufe davon, die ist noch recht human zu erreichen, sage ich mal. Der Partner ist schon ein bisschen schwieriger, aber ich habe jetzt schon zwei Stufen erreicht, die ich brauche. Jetzt fehlt mir nur noch, dass ich ein bisschen öfter streame, an 7 verschiedenen Tagen, innerhalb von 30 Tagen, das sollte ich auch noch hinkriegen. Und ich bräuchte aber noch mindestens 50 Follower. Und da fehlen mir jetzt auch noch gut die Hälfte, denke ich mal. Weil ich glaube, ich habe irgendwie was um die 22 oder so drum. Also, wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt und ihr seid auch zufällig bei Twitch, dann könnt ihr mich gerne irgendwie followen. Dann könnte ich hier bei Twitch wenigstens dieses Affiliate-Programm machen. Und man könnte mich so gesehen subscriben oder mir so eine Bits geben, während ich streame. Und dadurch könnte ich halt auch noch ein bisschen eine Einnahmequelle nebenbei haben, dadurch, dass mir bei YouTube das jetzt wegfällt. Und wie gesagt, ich stecke es nicht in meine eigene Tasche, sondern ich stecke das wirklich zu 100% in den Channel. Sowohl YouTube als auch Twitch denn. Weil je mehr Spiele ich habe, um zu spielen, umso mehr könnt ihr halt sehen. Und je besser mein Equipment ist, umso tollere Videos kann ich aufnehmen, vielleicht sogar mal ein bisschen besser die Videos schneiden, irgendwas drunter packen. Da fehlen mir aber eindeutig noch die besseren Programme, sage ich mal. Ich habe wirklich nur diese Standard, kostengünstigen Low-Dinger-Programme. Und da kann man halt nicht immer so viel machen, wie jetzt zum Beispiel mit Adobe Photoshop oder Las Vegas Videoschneideprogramm, Schlag mich tot. Muss man halt gucken. Also wie gesagt, das wollte ich erstmal wirklich nur ansagen, dass ihr euch nicht wundert, ja, wieso kommt denn jetzt keine Werbung mehr? Dann ist es deswegen, oder wieso werde ich nicht mehr angezeigt als YouTube-Partner? Vielleicht fällt es ja auch jemandem auf, dass es dann irgendwie nicht mehr angezeigt wird unten, dass er hier YouTube-Partner ist oder so. Das ist halt der Grund. Also YouTube verschärft so gesehen ihre Anforderungen, um Partner zu werden. Dadurch falle ich jetzt erstmal raus. Und oh, ich habe schon 106.000 Aufrufe, sehe ich gerade. Hui. Und muss jetzt erstmal wirklich darauf hinarbeiten, dass wir die 1.000 Abos schaffen, um da erstmal wieder reinzukommen. Also nicht wundern, wenn in nächster Zeit jetzt ganz viele Leute so Videos machen mit YouTube ist scheiße und ändert seine Richtlinien, bla bla bla. Vielleicht hören auch ein paar ganz auf oder haben keine Lust mehr, je nachdem. Muss man mal gucken. Also so wird erstmal so von mir, von meiner Seite aus, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, Tipps oder so, was ich machen könnte als Alternative noch, könnt ihr immer gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye bye.